Moin liebe Sportskameraden da draußen, euch Gorki am Start und es gibt hier ein kleines Unpacking-Video, ein Unboxing-Video, wie man es nennt. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich hier von meinem Sponsor Prozis in dem Fall hier bekommen habe. Und ja, ich dachte, vielleicht ist es ganz mal interessant für euch so zu sehen, was ich auspacke, was ich mir bestelle, was ich mal so hin und wieder geliefert bekomme. Natürlich ist das für mich ein Privileg, ich kriege das natürlich durch meine Videos dann gestellt. Im Endeffekt ist es natürlich auch ein bisschen Werbung. Trotz allem möchte ich euch einfach mal zeigen, was bei mir so in eine Tüte kommt. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen was davon abschneiden oder auch nicht. Und ich mache das Ganze einfach mal auf, damit ihr seht, was bei mir in dem Karton so drin ist. Machen wir einfach mal hier eine Seite auf. Schön verpackt, ein paar Kilo sind das. Und schauen wir einfach mal, was bei mir in eine Tüte kommt. So 100% weiß ich auch noch nicht, was drin ist. So ungefähr so ein paar Sachen habe ich drauf bestanden, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann. Und schauen wir einfach mal. Mal gut verpackt natürlich. Messer legen wir mal beiseite. So, hier ist die Rechnung. Zum Glück habe ich sie diesmal gratis bekommen, ne? Aber ich lege die mal weg. Schön gepolstert. Und jetzt gucke ich erstmal rein. Hier erstmal zunächst einmal was, was ziemlich geil schmeckt, was auch vor allem die Julia natürlich gerne benutzt. Und zwar haben wir hier Protein-Pancake-Pulver. Ist immer so, ja, vor allem ist es aus Hafer-Eiweiß und ja, aus Egg-Eiweiß, also aus Ei. Und es ist eine schöne Kalorienbombe gerade. Kalorien, Eiweißbombe natürlich. Kalorien sind natürlich auch ein paar dabei. Was haben wir? Ich gucke einfach mal, bei 100 Gramm haben wir natürlich auch ein paar Kohlenhydrate. Bei 100 Gramm sind wir bei 38 Gramm Kohlenhydraten, aber auch bei 40,1 Gramm Eiweiß, also auch viel Eiweiß. Und einfach mal eine schöne Alternative, wenn man Bock auf was Süßes hat, dann hat man wenigstens ein bisschen Eiweiß dazu. Und schmeckt auf jeden Fall lecker, ist nicht zu süß. Davon gleich zwei Pakete. Protein Pancake ist auf jeden Fall eine geile Sache, mag ich sehr gerne. Dann, vor allem ist es auch schnell zu machen, sonst muss man sich mal so einen Teig anrühren. Das ist einfach zack mit Wasser rein in die Pfanne. Ja, hier sieht ganz klein, ist aber ganz lustig. Und zwar ist das so eine kleine Mini-Pillenbox. Eine Mini-Pillenbox. Ich habe dann doch gemerkt, irgendwann immer, wenn man arbeiten geht, ich mache ja nicht nur meine Fitnessvideos, sondern gehe zum Beispiel auch noch bei der Ufer arbeiten und so und sitze dann da irgendwie und muss gucken, dass ich mein Zeug irgendwie reinkriege. Und ich habe nicht Bock, diese riesen Tupperdosen oder irgendwelche Tütchen mal mitzunehmen. Das sieht ziemlich asozial aus. Und diese riesen Pillenboxen ist auch nichts für mich. Für mich reichen vielleicht, wenn ich ein paar BCAAs oder sie unterbringen kann. Deswegen so eine kleine Mini-Pillenbox, ganz lustig, kann man sich natürlich als Schlüsselanhänger, das mache ich nicht, aber kann man gut in eine Hosentasche stecken oder irgendwo rein. Dann hier ein Prozis, einfach ein kleines Trainingshandtuch. Die sehen ganz cool aus, einfach ein Trainingshandtuch fürs Fitnessstudio. Ich mag das halt nicht, wenn Leute immer ohne Handtuch trainieren, das ganze Polster voll schwitzen, ist nicht so hygienisch. Dann haben wir hier gleich ein paar Fischölkapseln, ja, sehr, sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System. Wir haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sehr, sehr gut. Kann man natürlich auch mit dem Fisch abdecken, diesen Bedarf, oder auch mit Fleisch, vor allem mit Fisch natürlich, aber ich denke halt, ist auch mal so umstritten, ob man die zusätzlich nehmen muss. Ich nehme zwei, drei Stück davon am Tag, einfach weil ich auch nicht jeden Tag Lust habe, meinen Fisch zu essen und auch nicht auf meine guten Fette oft kommen. Deswegen ergänzen einfach ein bisschen Fischöl, kann auch nicht schaden. Dann haben wir hier Beta-Alanin, ist für mich einfach ein Top-Supplement. Erstmal, weil es wirklich wirkt, ja, nachgewiesen, Beta-Alanin erhöht den Carnosin-Anteil in der Muskulatur, also steigt der pH-Wert der Muskulatur. Und das heißt einfach, ist ganz logisch, ihr wisst ja, der Muskel ermüdet durch eine Übersäuerung, ja, und das hängt auch damit zusammen, dass pH-Wert sinkt, ja, wenn der pH-Wert niedrig ist, ist halt immer die Umgebung eigentlich, ja, übersäuert, und wenn der pH-Wert durch diese Kapseln natürlich gesteigert wird, hat man beim Training etwas länger und etwas mehr Energie. Und Beta-Alanin wirkt auf jeden Fall. Und es erhöht auch so ein bisschen den Pump. Die Blutgefäße werden freigesetzt. Und außerdem ist es für mich, Beta-Alanin ist ein sehr, sehr günstiges Supplement, was auf jeden Fall wirkt. Also so eine Dose kostet gerade mal 9 bis 10 Euro. Von daher ist es völlig okay. Ja, hier haben wir ein bisschen Zink. Zinkkapseln. Sehr, sehr gut für die Regeneration, aber auch für, ja, das Muskelgewebe, für Haut und Haar. Ja? Auch gut, um Antikörper aufzubauen, dass man nicht so schnell krank wird. Also Zink ist auch immer eine gute Sache. Hier, das haben wir von Gold Nutrition. Das andere war jetzt hier von einmal von Optimum Nutrition und von X-Core. Und dann haben wir hier einfach ein paar klassische von Cytec BCAAs, ja. Einfach ein paar verzweigkettige Aminosäuren, einfach die der Körper so nicht selber herstellt und die besonders wertvoll für den Muskelaufbau sind. B
BCAAs ist auch mal so eine Sache, wenn man Proteinshakes nimmt, braucht man es in der Regel nicht. Ich finde aber BCAAs zum Beispiel sehr, sehr praktisch, wenn man viel unterwegs ist, ja, wenn man arbeiten ist und so weiter und sich nicht immer einen Shake gleich machen kann und mitnehmen kann, kann man einfach sich so zwei, drei Pillen reinhauen und dann hat man auch seine Aminosäuren. Also für unterwegs ist es eine gute Sache, denke ich. Ich denke aber nicht, dass man es unbedingt braucht, jetzt zusätzlich zum Whey-Protein, wenn man einen trinken kann. Dann hier sind einfach ein paar Shirts, ein Tanktop, ja. Im Fitnessstudio bin ich eigentlich weniger der Typ, der gerne Tanktops anzieht, aber ich ziehe es gerne bei meinen Videos an oder einfach zu Hause zum Abschillern. Dann haben wir hier einfach ein Prosit-Shirt. Ich finde, sieht ganz cool aus. Wie gesagt, beim Training ziehe ich dann eher normale Shirts lieber an. Hier einfach nochmal ein Trainingshandtuch, ein schwarz-graues. Nichts Besonderes, denke ich. Ja, dann kommen wir hier. Einfach mal, kennt sicherlich jeder. Gold Standard. Ja. Optimum Nutrition Ons, das ist hier das 100% Whey Protein. In dem Fall einfach ein Klassiker, denke ich. Von den Nährwerten sehr, sehr gut eigentlich. Es gibt vielleicht zwei, drei, die ein bisschen besser sind. Aber natürlich ist hier einfach das Geile geschmacklich. Kann man voll sich darauf verlassen. Ja? Die Werte sind völlig okay. Das hier müsste, ich guck mal, wo es hier gerade steht, Vanille Ice Cream. Also Vanille, meines Erachtens kann man nie was falsch machen. Vanille ist immer sehr, sehr geil. Und weil ihr ja wisst, ich mache auch sehr gerne so Kochvideos oder mal so Eiweiß-Protein-Desserts. Da kann man sehr, sehr gut dann mit dem, ja, mit dem Gold Standard, vor allem mit dem Vanille, weil es ziemlich geil schmeckt, auch backen und kochen. Also man kann das Eiweiß sehr, sehr gut einwenden, auch wenn man es irgendwie doch mal Pancakes macht oder Muffins oder sonst was. Hier das gleiche nochmal. Auch nochmal als Vanillegeschmack, ja, haben wir dann zweimal gleich und ja, Vanille, wie gesagt, kann man nichts falsch machen, ansonsten bin ich auch Fan von Schokolade, Vanille und Schokolade ist einfach mal top und ansonsten haben wir hier, sieht aus wie Riegel, ja, das sind keine klassischen Eiweißriegel, sondern das sind vor allem, das sind so Energy Cakes, ja, das sind Riegel, die besonders viel Kalorien haben, aber vor allem ballaststoffhaltig, das sind mehr so, kann das vielleicht schön sehen, wo sieht man es hier? Hier drunter sind so Haferflockenriegel, ja? Die haben sehr, sehr viel Kohlenhydrate, also auch gute Kohlenhydrate, ballaststoffhaltige und wir haben hier, wie viel Kilokalorien? Wir haben bei einem Riegel, haben wir jetzt in etwa, ja, 450 Kalorien. Ja, 450 Kalorien hat so ein Ding. Das heißt, für mich ist es halt immer so ein Ding, dass ich oft bei meiner Kalorienbilanz es nie ganz schaffe mit der Ernährung. Und da kann mir so ein Riegel echt gut helfen. Das ist wie so eine Art Weight Gainer. Ich hau mir so einen Riegel rein, hab da meine Ballaststoffe auch mit drin. Ja, auch teilweise gutes Eiweiß noch mit drin. 6 Gramm haben wir hier auch noch auf 100 Gramm. Ist völlig in Ordnung bei Kohlenhydrat Energy Riegels. Und da haben wir halt in jeglichen Geschmacksrichtungen das ganze Joghurt. So ein kleiner Zuckerbezug ist da noch drüber. Was habe ich hier noch? Himbeer. Schmeckt auf jeden Fall immer ganz geil, so für unterwegs, ja. Das war jetzt eine kleine Bestellung so, was ich eigentlich so nutze, halt ganz klar Whey-Protein, vorm Training Beta-Alanin eigentlich und gegen Abend oder über einen Tag verteilt mal hin und wieder vielleicht Zink oder Fischöl einfach auch, ja, um das Herz-Kreislauf-System anzukurbeln, damit der ganze Organismus irgendwo passt, dass man auf seine Nährwerte kommt, die wichtig sind für den Körper und natürlich so ein bisschen Spielereien wie das Pancake-Pulver. Und ja, ich hoffe, euch hat das so eigentlich einigermaßen gefallen, ne? So ein kleines Unboxing, Unpacking-Ding und ja, schreibt einfach mal drunter, was ist für euch besonders wichtig jetzt beim Training, welche Supplements verwendet ihr oder braucht ihr gar keine, nehmt ihr gar keine und ja, wofür würdet ihr Geld ausgeben, ist auch so eine Frage. Ich bin raus, haut rein, euer Görki, ciao.